Oh, Kiste, ja, bitte, Augenblick, warte. Hier, unsere erste Schallplatte in Vererbung. Oh, Dankeschön. Da gratuliere ich aber, Herr Janus. Dankeschön. Mit eigenhändiger Unterschrift für die Stammgäste. Zwingens, ja. Ich denke, Zwingens verboten. Ach, nicht erwünscht, Herr Fritzenstein. Nein, der Unterschied. Ja, ich bin auch unerwünschtes Kind und doch am Leben. Dankeschön. Ja, bitte schön. Ja, vier vor. Guten Tag, Herr von Borg. Ist Bernhard wieder nicht da? Er hat doch den Auftrag fürs Warenhaus. Na, aber ein Dutzend Alpenglühen kann ihn doch nicht vom Kaffeetrinken abhalten. Anrufen kann man ihn auch nicht mehr. Ich gehe mal rüber. Bis später. Bis später. Jammerschade. Ich hätte von Anfang an was dagegen tun sollen. Blumenau wäre längst raus. Und sie hätte an der Liebe wenigstens Spaß. Das Schmierblatt der SS. Aber leider manchmal sogar lesbar. Adolf stichelt weiter. An der Ostmark und den Sudeten hat er immer noch nicht genug. Er will in die Tschechoslowakei. Aber dann machen die anderen. Nein, ich zweifle. Hat man während der Sudetenkrise was von Russland gehört? Hätten Frankreich und England nicht eingelenkt? Wer weiß. Ach, Stalin war froh, dass er sich da raushalten konnte. Und wenn es um die Tschechei geht, tja, Sie werden sehen, wieder Nietzsche wo. Fräulein Susi, mit Ihnen möchte ich mal einen flotten Abend machen. Sind denn die Kinderspielplätze noch offen? Ach, Sie werden nur mal froh sein. Na gut, ich nehme dich mal mit. Ja? Ja, in die Sonntagnachmittags-Jugendvorstellung. Den Kühler, Junge. Stehen Sie nicht rum und gucken Löcher in die Luft. Na, klappt alles? Aber Chef, notfalls schmeiß ich den ganzen Laden. Schmeiß bloß nicht hin, das ist viel wichtiger. Der hat uns noch gefehlt in unserer Raupensammlung. Ich glaube, die Leute haben ihren Spaß an ihm. Ach, ich habe ihn da nur genommen, damit sie uns nicht auch gleich wieder wegholen wie Fritz und Otto. Übrigens, der Fritz hat geschrieben, vom Sudeteneinmarsch. Er liegt jetzt bei einer jungen Bauersfrau. Aber Franz. In Quartier, was meinst du denn? Glaubst du, sitzt hier in Heinz nicht ein, wenn er 18 ist? Ja, nicht mal zum Arbeitsdienst. Der ist ja kaum größer als ein Spaten. Danke. Auf Wiedersehen. Du darfst dich nicht so vergraben, Bernhard. Komm mir nicht mit der Ausrede, du müsstest diese Bilder unbedingt heute oder morgen abliefern. Liebes, du weißt doch. Das Warenhaus braucht sie nicht alle auf einmal. Du darfst dich nicht so abkapseln, Bernhard. Ich muss froh sein, dass ich diese Arbeit habe. Wenn man mir das auch noch nimmt, dann... Dann geht es trotzdem irgendwie weiter, genau wie bei mir. Ich bin denen doch auch suspekt. Ja, sie wissen ja auch, mit wem du Umgang hast. Komm, leg das weg und zieh dich um. Paris, 7. November. Auf Delegationssekretär an der Deutschen Botschaft in Paris, vom Rat, wurde heute Morgen in seinem Dienstzimmer ein Revolverattentat verübt. Als Täter wurde später der jüdische, polnische Staatsangehörige Herschel Seibel Grünspan festgestellt. Im Einzelnen spielte sich der Vorfall wie folgt ab. Der Täter meldete sich bei einem Amtsgehilfen der Botschaft und verlangte, einen Delegationssekretär zu sprechen. Er wurde darauf zu Legationssekretär vom Rat geführt. Gleich darauf fielen in dem Zimmer des Herrn vom Rat Schüsse und der soeben erst gemeldete Fremde versuchte zu flüchten. Der Amtsgehilfe der Botschaft veranlasste daraufhin die sofortige Festnahme des Attentäters durch den vor dem Botschaftsgebäude stehenden französischen Polizeibeamten, der den Täter dem nächsten Polizeikommissariat zuführte. Weißt du, bei Blumenau heute schon hier ist? Nein, Chef, aber Herr Maczynski mit Familie. So, bitteschön, danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tag, Frau Brunner. Fräulein Brunner? Ja. Haben Sie schon gehört? Was ist los? Eben ist was durchgekommen im Radio. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Von diesem Attentat in Paris. Wahrscheinlich bauschen sie das ganz unnötig auf. Nichts kommt denen gelegener. Wollen wir nicht lieber gehen? Ach, was, warum denn? Herr Maczynski ist heute auch mal wieder hier. Mit Familie. Naja, dann lieber nicht. Hat vielleicht gar nichts auf sich mit dieser Meldung. Haben Sie diese Schlagzeile gesehen? Ich komme morgen auf alle Fälle vorbei. Wiedersehen, Frau Lampe. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Blumenau.
Entschuldigen Sie bitte. Passen Sie doch auf. Ach, du kriegst gleich eine geschmiert. Tango, jetzt möchte ich immer mal tanzen. Tango kann ich nicht. Du bleibst ein bisschen oben, weil das kommt bei mir nach vorne. Darf ich diesen Tanz mit Ihnen, Herr Liefau? Schon, ja. Aber ich kenne das schon, ne? Ja, ja, Sie sind mit Ihrem Gatten hier, ich weiß. Aber er wird sicher nichts dagegen haben. Was soll mein Junge. Ich der, der Kleine ist doch beschäftigt, bitte. No? Was soll so ein Schuft. Nicht so auffällig. Ich musste dich wiedersehen. Wenn mein Mann uns sieht. Der redet unentwegt mit den anderen. Dolly, dass ich dich wieder im Arm habe. Nicht doch du. Ich kann doch nicht sie sagen, nach allem, was war. Nichts war. Nichts. Die alten Geschichten sind vergessen, Luther. Sie müssen vergessen sein. Außerdem, wie kommst du dazu? Wie kommen sie dazu? Ich meine, du hattest mir doch... Ich hatte zwei Eisfächer. Adieu. Oh, ich wollte aber nicht, dass Ihre Begleitung meinetwegen verärgert ist. Wenn du da bist, ist nichts mehr wichtig. Oh, so schnell wechselt der Herr die Dame. Nicht weiter sagen. Meine Schwester. Oh, du bist ein... Oh Gott, sag ich auch schon wieder du. Nach Kellampe. Laufen Sie doch nicht zu schnell. Na hör mal, ich will heim. Wir haben gleich 12. Susi, ich will Sie doch begleiten. Was soll denn das, wenn es fertig ist? Nur so. Eine Dame, die nachts allein auf der Straße... Das tue ich doch jede Nacht. Und hier ist es doch hell. Und ich bin auch gleich da. Na schön. Meinetwegen ein paar Schritte. Bis vor die Haustür. Klare Sache. Na, dann aber ab in die Falle. Da bin ich doch immer so allein. Versuch's doch mal mit dem Teddybär. Hab ich als kleines Mädchen auch immer gemacht. Susi, Sie soll mich nicht immer als kleinen Jungen behandeln. Wo denn? Im Büro? Ich weiß es nicht. Irgendwo schlicht. Guten Tag. Guten Tag. Wir kennen uns nicht, wa? Ja, irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Herr Littler. Ich nehme an, Sie sind nach wie vor der Inhaber dieses Cafés. Was kann ich für Sie tun? Sehr viel, Herr Lampe. Sie können sich denken, weshalb wir kommen. Bedauere. Herr Lampe, wir wissen besser, was in Ihrem Lokal vorgeht, als Sie vielleicht annehmen. Ja, sicher, aber eben fragten Sie... Sie kennen die Nachrichten über den Tod des deutschen Legationssekretärs in Paris. Wir müssen gewisse Leute gegen den berechtigten Volkszorn in Schutzhaft nehmen. Sie wissen, um welche Leute es sich handelt? Offen gestanden. Dann will ich es Ihnen sagen. Wir suchen Bernhard Blumenau. Den Juden Blumenau, der seit vielen Jahren bei Ihnen verkehrt. Ist er denn nicht in seiner Wohnung? Er weiß, warum er sich vor uns versteckt. Hat er sich etwas zu Schulden kommen lassen? Er ist Jude, Mann. Die Musik, die bei Ihnen gespielt wird, ist auch noch ein Stein des Anstoßes. Swing. Amerikanische Schlager. Herr Lampe, ich warne Sie. Fast hätte ich gesagt, aus alter Freundschaft. Sie wissen, ich war früher mal Gast bei Ihnen. Naja, ich meine es ja nur gut. Ein Schild zum Beispiel, wie es in vielen Lokalen angebracht ist, hätte gut. Juden unerwünscht. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn sich Blumenau blicken lässt. Ja? Sie wissen, was Sie als deutscher Volksgenosse zu tun haben. Maul halten. Heidler. Ein Cognac, Marie. Einen doppelten. Ja, Fritz. Was ich immer befürchtet habe, die Gestapo. Ach, wegen Blumenau? Sie sind auch in seiner Wohnung gewesen, aber er war nicht da. Hören Sie, Lampe. Fräulein Gruner hat ihn in den letzten Tagen versteckt.
Bei mir und Fritzenstein hat er auch schon übernachtet. Wir fürchteten dasselbe wie Sie. Was nun weiter? Es kann sich doch nur noch um Tage handeln, bis man ihn... Ich bin dabei, ihm Ausreisepapiere zu verschaffen. Nicht ganz legal, wie Sie sich denken können. Es kann jeden Tag klappen. Und warum sagen Sie mir das alles? Nicht nervös werden, Herr Lampe. Sie haben doch nichts zu befürchten. Es ist nur... Und wir brauchen noch seinen Pass. Aus seiner Wohnung. Ja. Sonst kriege ich das Visum nicht. Der ist in einem Bild versteckt. Wir wollten heute schon beide hin, getrennt natürlich. Aber da schleichen so Männer in Ledermänteln herum. Na und? Sie meinen, jetzt soll ich? Daran hatten wir gedacht. Aber jetzt, wo die Gestapo-Leute hier waren, dann ist das ja auch nichts mehr. Gespenster. Tja, sagt mal. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Was meinen Sie? Sie waren eben hier. Und Sie kommen bestimmt auch gleich wieder. Bleib sitzen. Draußen war niemand. Die warten nicht stundenlang irgendwo. Die tauchen vielmehr da oder dort auf. Deswegen mussten wir ja wechseln. Wie stehen die Aktien? Ja, wir brauchen nur noch die Papiere. Dann kann es morgen mit dem Visum klappen. Ich setze alles auf eine Karte. Du kannst nicht in deine Wohnung. Kann er oben bei Ihnen schlafen? Das geht nicht. Doch, Herr Lampe. Mein Gott, die waren eben hier. So schnell kommen die nicht wieder. Meine Frau und das Personal. Niemand hat Notiz genommen. Hier gehen Leute ein und aus. Hier ist es doch am unauffälligsten. Es ist ja nur für eine Nacht. Eine ganze Nacht? Bleiben Sie. Nein, kommen Sie. Sie haben gemeint, dass Sie, dass du, ich habe gleich gesagt, es ist Wahnsinn, aber Sie waren alle der Meinung, wenn es einer riskieren kann, dann Dolly. Ich würde ihm ja gern helfen, aber... Das gibt's doch gar nicht. Meister Lampe in unserem bescheidenen Heim. Oder ist was passiert? Bruno, da ist so eine Sache... Sie verfolgen ihn, Herr Maczynski. Und nun hat er von Borg ihm ein Visum besorgt. Das heißt, er will es erst besorgen und dazu braucht er... Von wem reden Sie? Etwa von Blumenau? Und da kommen Sie zu mir? Er ist ja zu mir gekommen. Kommen Sie, Lampe, mir ist alles klar. Ich weiß, was in diesen Tagen hier los ist. Aber mit mir können Sie da nicht rechnen. Weder mit mir noch mit meiner Frau. Mein Gott, Herr Maczynski. Sie müssen verrückt geworden sein, mir mit sowas zu kommen, Lampe. Ich bin überzeugter Nationalsozialist. Was die Regierung tut, ist für mich Gesetz. Sie glauben doch nicht im Ernst, ich würde einem Juden helfen, illegal unser Land zu verlassen. Aber Herr Maczynski, Sie kennen doch Herrn Blumenau genauso gut wie wir. Ein harmloser, grundanständiger Mann, der nur einen Fehler hat. Wenn man das überhaupt als Fehler bezeichnet. Hören Sie auf, ich will davon nichts hören. Reg dich doch nicht auf, Bruno. Ich soll mich nicht aufregen, weil man mich, einen überzeugten Nationalsozialisten, in sowas reinziehen will? Mann, Lampe, ich bin wirklich, wirklich eine Seele von Mensch. Aber was Sie mir da zumuten... Ja, schon gut, Herr Maczynski. Schon gut, nennen Sie das? Sie haben es jetzt natürlich in der Hand, Herrn Blumenau, oder auch uns alle anzuzeigen. Also, Bruno, wenn du das tust... Quatsch, ich zeig doch niemanden an. Das müssen Sie doch verstehen, Lampe. Ah ja, ich verstehe. Gute Nacht.
Tasse Kaffee, bitte. Danke. Oh ja, danke. Das sollten Sie besser nicht tun. Ich will Ihnen mal was sagen, Fräulein Krone. Frau Lampe, ich kann Sie sehr gut verstehen. Wenn Sie wollen, dann... Fang du nicht auch noch an. Herr Jefrau Lampe, nehmen Sie sich doch zusammen. Sie sind doch nicht annähernd so gefährdet wie er. Warum sind wir denn überhaupt gefährdet? Wir sind ruhige, friedliche Staatsbürger, weiter nichts. Und er? Er ist auch ein ruhiger, friedlicher Staatsbürger. Wir können doch nichts dafür, dass... Um Himmels Willen, jetzt hör doch auf zu streiten. Wenn meinem Mann etwas passiert, Sie machen uns das Lokal zu und das wäre noch das Wenigste. Das wäre Ihnen früher auch beinahe passiert, mehrere Male. Und ich erinnere mich recht gut, dass, jawohl, Frau Lampe, dass wir, Ihre Stammgäste, dafür gesorgt haben... Erinnern Sie sich an den Kredit von Herrn Fritzenstein und dass er seinen Onkel um Geld angehen wollte damals. Franz. Na? Alles in Ordnung. Wirklich? Es war ganz einfach. Und wo sind die Papiere? Die habe ich gleich zu Herrn von Borg gebracht. Das ist... Herr Blumenau. Entschuldigung. Ist schon wieder in Ordnung. Mein Gott, was Sie mit einem machen. Guten Tag, Herr von Bock. Na? Alles in Ordnung? Wo ist er? Oben. Gehen Sie durch den roten Salon. Ich habe die Tür offen gelassen. Guten Tag. Nur noch ein paar Minuten, Marie, dann ist alles durchgestanden. Ist doch niemand auf der Straße. Vielleicht beobachten Sie das Haus. Blumenau wird schon aufpassen. Na? Hat er sich blicken lassen? Sie haben keine Ahnung, wo er stecken könnte. Seltsam, dass ein Mensch einfach so vom Erdboden verschwindet. Kann ich Ihnen auch nicht helfen. Na also, muss ja nicht unbedingt Niggermusik sein. Aber ernsthaft, wo könnte er sein? Nicht? Sie haben noch meine Telefonnummer. Sie wissen Bescheid, ja? Heil Hitler. Heil Hitler. Ich habe nichts gesehen. Ich... Aber das eine sage ich Ihnen, ich weiß von überhaupt nichts. Natürlich. Ich komme eine Weile nicht hierher, das ist mir dann doch zu heiß. Verstehe, aber... Wenn meine Frau sich ab und zu ein Stündchen hier sehen lassen will, meinetwegen. Aber auf mich müssen Sie vorerst verzichten. Heil Hitler! Heil Hitler. Was nehme ich denn nur, Frau Lampe? Ja, bitteschön. Nach Warnemünde? Warnemünde. Dann bitte einsteigen. Telegrafieren.
Ich denke, dein Mann kommt nicht mehr. Du hast mit dem Jungen in die Stadt, um Einkäufe zu machen. Aber er hat gesagt, er würde vielleicht mal vorbeischauen. Na, und wenn schon. Du hast da mal mit einem alten Bekannten tanzen dürfen. Außerdem liebe ich dich. Oh, ich hab's ja geahnt. Dankeschön. Heimlichkeiten, Lee? Wieso? Wir haben aber auch welche. Wir waren beim Weihnachtsmarkt, du sicher meine auch. Engelchen, jetzt kommst du erst, hä? Und vorhin haben wir gespielt so schöne Weihnachtslieder. Sollen wir noch einmal? Oh ja, Onkel Janosch. Na ja, Engelchen, für dich spielen wir jetzt ein Weihnachtslied. Nur für dich, bitteschön. Sisser, die Glocken. Fertig. Und... Deutsche Weihnacht, die macht uns keiner nach. Christian, Engelchen! Prost. Oh. Jetzt fehlt nur noch Knecht Ruprecht. Dann ist die Vorweihnachtsstimmung komplett. Ja, was ist denn? Ich habe Nachricht. Von B? Von einem Freund, mit dem er über die Grenze wollte. Ja, ist er denn nicht? Er hatte doch das Visum. Irgendetwas muss schiefgegangen sein. Aber für Sie ist keine Gefahr mehr, Herr von Borg. Für uns alle nicht. Ja, soll das heißen,